Schluss entscheidender fünfter Satz und ein Blitzstart für die Paarung Schreiter, wie du bist. Wie es oft ist bei diesen Elfersätzen, wenn einer am Anfang des Entscheidungssatzes ein paar gute Bälle hat und vielleicht auch noch ein paar tödliche, dann ist so ein Spiel ganz schnell gelaufen. Aber vielleicht kommt Andreas Ball mit Daniel Geist zurück ins Spiel. Nach dem Wechsel bei 5 zu 0, also jetzt nur noch 2 zu 5. Und 3 zu 5. Und gelegentlich spielt er ja auch eine Rolle, wer spielt auf wen. Wer kann die Bälle seines Gegenüber gut retournieren? Wem liegt der Spieler gegenüber nicht so optimal? Es ist also lange noch nichts gelaufen in diesem Doppelhalbfinale.